Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Dark Souls Gameplay. Ich dachte mir mal, wir sind in der gottlosen Hauptstadt, also brauchen wir mal ein bisschen Action hier, sage ich jetzt mal. Ich habe eine andere Rüstung und auch ein ganz kleines bisschen andere Ausrüstung. Schwert und Schild sind aber essentiell noch dasselbe, denn die sind einfach verdammt gut. Habt ihr auch weiterhin aufgerüstet und ich würde einfach mal sagen, können wir uns einen kleinen Überblick verschaffen? Können wir. Beziehungsweise, ungünstiger Winkel. Da unten wollen wir aber hin. Und da stehen jetzt im Moment noch keine, aber das Einzige, was man sieht, ist da so ein netter Gargoyle-Typ. Die werden wir alle abschlachten, weil die sind mir schon oft genug auf den Sack gegangen. Die Sache ist aber, Leo, gehst du etwa unbedacht an ein Gameplay dran, ohne dir irgendwas da vorher zu denken? Um Gottes Willen, nein. Wir werden nämlich in diesem Gameplay einen Boss besiegen. Welcher das ist, das werde ich gleich noch alles verraten, beziehungsweise der wird sich ja quasi selbst ankündigen mit einer kleinen Cutscene. Gehe ich davon aus, also bin noch nicht reingegangen. Aber ich habe die Nebelwand schon gesichtet und ich denke deswegen, könnte das ganz nett werden. So. Guck einer an, jetzt sind die da, sind die da plötzlich gespawnt und wir kriegen direkt einen Feuerball in der Fresse. Ich habe gerade ehrlich gesagt darauf gewartet, dass sie zuerst irgendwie aufploppen und dass ich dann noch eben sagen kann, yo, da sollten wir weggehen, aber egal. Ist jetzt gerade ein bisschen hektisch, aber die Sache ist, wir haben da so ein Stück Feuerball etwas, was auf uns schießt. Automatisch, das ist übrigens sehr unangenehm. Und so ein Gargoyle-Typ, der auf uns zugeflogen wird. Zugeflogen wird, schlechtes Deutsch. Welcher halt auf uns zufliegt. Diese Gargoyle-Typen sind aber rein theoretisch, oder ich sag mal nicht rein theoretisch, sondern sie sind echt kein Problem. Man muss eigentlich nur wirklich ein bisschen darauf aufpassen, wo die hinschlagen und wo nicht. Mit der kriegt man auf die Fresse. Und jetzt müssen wir mal eben einen Sprint dahin legen. Also ich muss eben sagen hier, ganz schön, also dieser beschissene Feuerball, der verfolgt uns wirklich. Das heißt, wir können nicht durchsprinten, sondern müssen auch manchmal eben ausweichen. Sehr unangenehm. Oh ja. So. Jetzt sind wir in der Safe Zone, sage ich jetzt mal. Der kann uns nicht mehr treffen. Dann schauen wir jetzt auch einfach mal, was hier so am Start ist. Hier war ich schon. Hier haben wir so ein paar von diesen Typen, die wir auch da oben gesehen haben. Und ja, die sind ein bisschen suizidal, beziehungsweise die, ja, die stehen mit dem Rücken zu mir. Ist nie eine gute Idee. Deswegen triggern wir jetzt mal ein paar davon. Denn die Sache ist, die sind richtig langsam. Trippeln quasi nur auf einen zu. So, aber wenn sie denn eben striken, sollte man dann auch ein bisschen in Deckung gehen. Ach, verdammt. Weil die... Ihr seht's. Die können gefährlich werden. Die sind richtig scheiße schwach an sich. Aber eben, wenn die zusammen auf einen draufgehen, dann hat man doch schon mal ein bisschen die Arschkarte gezogen. Ich hau mir jetzt mal eben ein Ember rein. Und werde die Arbalest wegpacken. So, Ember rein bitte. Dankeschön, denn das werden wir gleich eh gebrauchen und deswegen, bevor ich jetzt ein Estus Flask waste, von dem ich übrigens jetzt 12 habe, dachte ich mir, komm, dann lieber direkt ein Ember rein, denn ihr werdet gleich sehen, wir sind gar nicht mal so weit vom Gegner entfernt. Ah, verdammt, war ich outer reach? Der kann seine Steinflügel als Schild benutzen, das ist sehr unangenehm, würde ich mal sagen. Aber die Sache ist, ich habe den jetzt schon oft genug gekämpft. Ich habe kein Problem mehr mit dem Shield Break und weggesagt. Ist am Anfang, also wenn man den am Anfang an, sage ich jetzt mal, nee, zu Anfang halt trifft, dann ist er ein ganz trickiger Gegner, weil der ist einfach recht aggressiv, sage ich jetzt mal, und der hat unangenehme Attacken, die viel Schaden machen. So, ich würde aber mal sagen, wir geben jetzt erstmal ein bisschen Payback dafür, dass sie uns da oben gerade genervt haben. Ich wechsle mal wieder meine Waffe, beziehungsweise die Haltung. Benutze ich nämlich die Waffe so, wie ich sie hier habe, sprich in einer Hand. So kann ich schneller schlagen. Macht zwar nicht so viel Schaden wie doppelhändig, aber es ist auch einfach schneller und das finde ich einfach sehr viel angenehmer. Und ihr seht es da schon. Dort ist der Nebel. Ich will euch aber nichts vorenthalten. Da hinten, wir können aber eben schauen. Da ist nichts Interessantes. Hier sind aber nur so ein paar dieser anderen Typen einfach wieder.
Da waren früher zwei Kisten, zwei Mimikris. Habe ich schon alles umgebracht und gelootet. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ohne großartig jetzt irgendwie noch zu reden. Wir gehen da jetzt rein. Ach, und das ist wahrscheinlich auch mein erster Boss dann im Gameplay. Oder? Ja, doch, wo ich dann eben keinen dabei habe. Also im letzten Gameplay, da hatte ich ja Phantome bei. Ich bin mal gespannt, wie viel Cancer ich jetzt bekomme. Scheiße! Wir haben ein Lords of Cinder getriggert. Das sind diese Hauptboss-Menschen. Das Geile daran ist eben jedoch, wir haben da einen guten Freund dabei. Den habe ich schon öfters im... Oh mein Gott, macht der viel Schaden? ETF? Oh. Den habe ich schon öfters im Spiel begegnet. Bin, sorry, schon wieder scheiß Deutsch. Und dem habe ich geholfen, also... Oh. Dem habe ich wirklich ein bisschen geholfen und... anscheinend hilft er mir jetzt auch. Das wusste ich nicht. Und das... Und meine Güte, macht er viel Schaden. Oh, und wir kriegen krank auf die Fresse. Oh, scheiße. Also Lords of Cinder ist so ein Boss, ein Oberboss. Also kein Zwischenboss, sondern der... Das ist so einer, der kann uns die Hölle richtig heiß machen. Aber ich habe zum Glück einen Freund dabei, das... Die Sache ist, ich wusste nicht, dass das hier in Lords of Cinder ist, deswegen bin ich ehrlich gesagt gerade froh, dass ich jetzt einen Freund dabei habe, denn ich kann das mal erzählen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit Dark Souls auskennt, aber es gibt die sogenannten Abyss Watchers. Das sind mehrere Gegner auf einmal, ist auch ein Aschefürst. Oh. Die Sache ist, den habe ich wirklich ungelogen 25 Mal circa versucht, also... Ich habe wirklich fast Cancer bekommen, als ich den versucht habe zu schlagen. Oh, macht der Damage! So, wir wasten mal, beziehungsweise usen mal zwei Estes. Und ich werde mal den Waffenmode switchen, denn... Ich will nicht spoilern, aber uns wird wahrscheinlich kein Schild bei diesem Gegner helfen. Ah, das Lock-On-Feature funktioniert auch nicht so gut, weil der so groß ist. Boah, kacke. Oh mein Gott, macht unser Freund viel Damage. So, bevor wir das jetzt verkacken, haue ich mir jetzt eben noch ein Estes rein und weg ist er. Oh, scheiße. Wow. Tja. Das ist jetzt sehr viel anders gelaufen, als ich das so ein... Ja. Tja. Ja, das ist... Ja, das ist so eine Sache. Ja. Ich wollte gerade ein Gameplay machen, wollte halt so einen Boss aufnehmen. Ich wusste halt nicht, dass das jetzt in Lords of Cinder ist. Gut hinsehen. Aha. Und ich wusste auch nicht, dass jetzt mein Freund hier kommt. Das wusste ich alles nicht. Ich werde nicht lügen. Ich bin verdammt froh, dass er uns jetzt geholfen hat. Denn das ist ein Aschefürst. Ich hätte wirklich... Ich hätte wahrscheinlich das Gameplay abbrechen müssen, denn ich habe zum Beispiel den ersten Aschefürsten, den ich je getroffen habe, den habe ich wirklich erst nach 2 Tagen besiegt. Und, naja. Wir haben eine neue Waffe. Die ist recht beschissen, beziehungsweise von den Stats müsste ich erst aufwerten, sonst wird das nichts. Aber sieht nach einer interessanten Waffe aus. Kann ich aber fürs Erste nicht gebrauchen.
Aber gut, ich frage jetzt erstmal meinen Freund. Guten Tag, wie geht's dir? It seems I'm in your debt once again. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. To your valor and my old friend Yorm. Long may the sun shine. Ja. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do really after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Tja, wow. Nein! Was ist das für eine Scheiße? Ich habe das Bonfire nicht aktiviert. Oh. Oh mein Gott, Leute, ich könnte mich jetzt so anspucken. Oh. Aber wisst ihr was? Ich habe eh kaum noch Estes Flasks. Ich würde einfach mal sagen, ich weiß, wo ich hier bin. Und dementsprechend, nutze jetzt eben ein Heimat, ein Homeward Bone. Ich weiß nicht, Heimatknochen heißt es auf Deutsch. Und aktiviere wirklich da unten das Bonfire. Und dann kehren wir zu dieser. Nevermind. Dark Souls, lass mich bitte mein Gameplay machen. Ich laufe mal eben mit Absicht von dem weg. Ich will jetzt hier eben eine nette Transition machen. Ich werde jetzt gleich einen Homeward Bone benutzen. Oder wir können auch direkt zum Bonfire latschen. Ich weiß jetzt nicht, wieso wir teleportiert wurden. Ich muss mich leider gerade selber ein bisschen in die Fresse spucken, dass ich das scheiß Bonfire nicht aktiviert habe. Das kann man in 2 Sekunden aktivieren, aber was ich jetzt eben sagen wollte. Ich kehre da oben hin zurück mit freshem Flask und einem aktivierten Bonfire. So, da bin ich wieder. Ich habe erstens meine Flask restored und zweitens bin ich ein Level aufgestiegen. Wir sind also hier. Ich habe jetzt mal die Ritter gemieden, denn unnötig Flask verschwenden oder Lehm halt, auch wenn sie nicht wirklich viel Schaden machen, will ich nicht. Und wir werden jetzt mal schauen, wie krank ich auf die Fresse bekomme. Versucht 28, yay! Tänzerin des Nordwindtals. Wir haben hier einen verdammt hartnäckigen Gegner. Das ist jetzt hier mittlerweile mein 27. Versuch, diesen Gegner zu killen. Vorgestern war es, da habe ich mal ein bisschen versucht, ihn zu bekämpfen. Hab's nicht geschafft. Wer sich jetzt übrigens denkt, die Seele, die ist nichts wert, da ist 0 drin. Das habe ich aufgegeben, die einzusammeln, sage ich jetzt mal. Ja, Tänzerin des Nordwindtals ist halt wie gesagt meine mittlerweile 27. Instanz, wo ich versuche, diese zu besiegen. Die Sache ist an diesem Gegner, er ist eigentlich nicht schwer. Also die Angriffe, wenn man sie sich denn merkt, kann man easy ausweichen.
Und ein großes Problem ist auch, ich bin einfach manchmal echt zu dumm. Das muss ich schlichtweg zugeben. Ich bin scheiße. Also, ich hätte sehr viel weniger Schaden nehmen können, aber ich tue es nicht, weil ich schlichtweg an manchen Stellen zu schlecht war. Die Sache ist nämlich, die ist extrem gefährlich. Die ist erstens schnell und zweitens macht die auch verdammt viel Schaden. Ja. So, sorry, falls ich ein bisschen wenig rede, aber ich muss mich halt gerade ein bisschen konzentrieren, denn ich kann es nur wiederholen. Wenn die uns trifft, dann bin ich krank am Arsch, denn die macht einfach viel zu viel Damage. Das ist echt krank. Aber die Sache ist, ich habe erstens viel Estus und zweitens, ich habe mich nochmal ein bisschen aufgelevelt das letzte Mal. Also ich hatte keinen Bock mehr, die ganze Zeit auf die Fresse zu bekommen. Hab generell ein bisschen das Spiel beendet erstmal, denn... Ach, das vergesse ich immer. Denn die Sache ist, lasst einfach ein Dark Souls Boss einfach sein, wenn ihr durchgebrannt seid. Dass diese Bosse meistens Cancer sind, aber also so richtig kranker Cancer, das ist so... Aber die Sache ist, wenn die wirklich durchgebrannt sein, Herrgott, dann lasst es sein. Das ist zumindest meine Erfahrung mit den Dark Souls-Bossen hier. Na toll. Dementsprechend, ja komm, wir nehmen jetzt mal die Scheiße, sonst liegt die ganze Zeit rum. Meine Fresse. Das ist aber auch scheiße. So die letzten paar Leben, die jetzt noch hat. Und ich krieg's nicht angegriffen. Und wieder rückziehen und Estus rein. Hui, sehr schön, sehr, sehr schön. Seele der Tänzerin. Erbe des Feuers zerstört. Halleluja, würde ich mal so sagen. Der 27. Versuch war das jetzt. Ich habe leider aus den Augen verloren, wie lange das Gameplay jetzt geht. Um das eben aber noch zu sagen, es ist durchaus möglich, dass ein Leo rastet kommt, denn... Es ist mein 27. Versuch, das ist jetzt hier Tag 2, aber am ersten Tag habe ich wirklich, ich sag's wirklich so wie es ist, ich habe schlichtweg nur Cancer bekommen, also wirklich, meine Fresse hat dieses Stück Scheiße mich angepisst. Und ich habe halt, wie gesagt, noch keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein Leorastid wird. So, sorry, da bin ich wieder. Ich war jetzt gerade ein bisschen dumm. Warum sollte ich bitteschön irgendwas berühren, während ich gerade rede? Ich wollte halt nur noch sagen, es könnte ein Leorastid werden, aber mein 1000er Abo-Special hat gerade mehr Priorität. Also wenn dieses Gameplay kommt, dann, das Leorastid kommt, dann wird das noch dauern. Burg Lothric, oha. Bedauern voraus. Aber wisst ihr was? Das reicht jetzt erstmal fürs Gameplay, denn ich habe, wie gesagt, ehrlich gesagt, nicht mehr wirklich viel Ahnung, wie lange das denn jetzt wirklich dauert. Deswegen... Leute, ich stoße auf euch an. Das wird bestimmt ganz cool, das Leorastid, falls es denn rauskommt. Und dementsprechend würde ich sagen,
Vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.